Es summt, brummt und schwirrt im Garten von Christian Wirth in Markleberg. Ein kleines Paradies einheimischer Pflanzen, die dennoch nicht ganz wild wuchern. Nichts ist hier zufällig. Wenn man so viele Pflanzen auf so kleinem Raum versammeln möchte, ich habe ungefähr 300 verschiedene Arten bei mir im Garten, dann muss man unterschiedliche Umweltbedingungen schaffen. Die einen mögen es trocken, die anderen mögen es feucht, die einen brauchen sauren Boden, die anderen brauchen basischen Boden. Ob Kalk, Schotter oder Sumpfbeet, jedes Beet wurde an die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst. Denn für Artenvielfalt im Tierreich ist auch Artenvielfalt im Pflanzenreich nötig. Jede Pflanzenart versorgt ca. 10 Tierarten. Und auch der Teich ist nicht nur Feuchtgebiet und Schmuckstück des Gartens. Ist voller Leben. Die Kröten kommen im Frühjahr. Wir haben Frösche, die uns dann im Sommer gerne mal um den Schlaf bringen. Verschiedenste Libellenarten, also alles, was kreucht und fleucht. Die Vögel lieben diesen Gartenteich. Alles, was Rang und Namen hat an Vögeln, landet hier, putzt sich, trinkt. Das ist wirklich besser als Fernsehen. Und die Vögel freuen sich auch über jede Blattlaus an Christian Wirths Rosenstrauch, die er ganz bewusst deshalb nicht bekämpft. Und die Blattläuse sind unglaublich wichtig für das Tierleben. Die sind nämlich eine ganz wichtige Nahrung. Jetzt so um diese Zeit sind die kleinen Vögel geschlüpft. Die brauchen Nahrung, die brauchen vor allen Dingen Proteine. Und Blattläuse sind ein gefundenes Fressen. So ein Naturgarten ist kein Hexenwerk, sagt Christian Wirth. Es geht nicht ganz ohne Arbeit. Unkraut muss auch er regelmäßig entfernen. Aber ein Gartenprofi muss dafür niemand sein. So ein Naturgarten lässt einem auch ganz viel Zeit. Man fängt irgendwann an. Der wird immer schöner, der wird immer bunter. Es gibt keine Katastrophen. Man kann sich da drin entwickeln. Und man kann das so gestalten, wie man möchte. Und nicht nur sich, sondern eben auch der Natur damit etwas Gutes tun.